Willkommen zurück zum Let's Play Duke Nukem 3D. Zum, wir hoffen, letzten Level des zweiten Kapitels. Was habe ich denn hier überhaupt noch hier für Munition? Ach, Devastator, vielleicht ein bisschen übertrieben hier in dem Endraum. Wir nähern uns einem Endboss. Null, dann nehmen wir doch mal das hier. Das könnte der Schrumpfstrahl sein. Zumal, wenn die direkt vor uns stehen, ist das richtig praktisch. Geht was auf? Keine Ahnung, was? Hier können wir noch was anknipsen. Machen wir einfach mal. Knips. Ah, hier geht's an der Seite runter. Ausgezeichnet. Armory. Da wäre ein Monitor, da glotzen wir doch gleich mal rein. Da stehen ein paar Metallica. Huch. Ah, da waren ein paar Flaschen. Flaschen sind immer gut. Da kann man drauf schießen. Flaschen sind übrigens viel besser als rote Fässer. Bei Gasflaschen weiß man wenigstens, dass sie explodieren. Stimmt, das ist der Einfrierstrahl. Das ist ja praktisch. Convenient. Da braucht man nämlich noch den und eine Schutze. Ach, gegenlatschen. Ah, Supplies. Bei kleineren. Supplies. Steht hier oben. Wahrscheinlich ein paar Asiaten drin. Die Supplies. Jetzt wirst du von vier Asiaten überrascht. Warte mal, hier ist noch ein Schalter. Den kann man umlegen, geht's Licht aus. Aha. Dann jetzt macht es nicht aus. Ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich lass mal an. So, hier ist nichts. Hier gibt's Armory, ist auch zu die Tür. Das ist ja doof. Dann lass mal, wer schreit. Ein Facehacker. Ja, bitte. Wieso kann man denn die Fässer nicht einfrieren? Keine Ahnung. Das war runter. Da. Ordentlich zermatscht. Sind wir noch mehr? Mustard. Aber ja, die Facehacker zählen auch. Als was? Als Gegner? Jo. Ja, muss ja auch sein. Sind auch die ekligsten von allen. Das sind Spiegel. Immer auf das eigene Spiegelbild schießen. Niemand ist cooler als du, noch nicht mal dein Spiegelbild. Licht ausgemacht, wie soll ich jetzt die Licht ausgemacht? Nee, ich will das alles anmachen. Du hättest bestimmt auch noch Night Vision Goggles. Wie kann man denn hier überall Licht ausmachen? Ich verstehe das nicht. Das ist Interaktivität, hier gibt es bestimmt auch noch irgendwo ein Klo. Da habe ich schon mal die blaue Keycard. Okay. Das ist doch schon. Schrumpfstrahl. Die verstecken sich hier in einem Lüftungsschacht. Ja, ja. Diese frechen Stückchen. Immer durch den Lüftungsschacht kriechen. Ich krieche euch am besten hinterher. Ach, das könnte dir aber so passen, was? Wer das Zitat erkennt, kriegt einen Gummipunkt. Ah, hier guckt man hierher. Munition für die Schrotflinte, das ist doch schön. Wird immer gern gesehen. Ergänzt sich so sehr schön mit dem Frost-Einfrierer. Freezer. Einfrieren, Schrotflinte drauf. Hilft gegen so ziemlich alles. So, das ist hier so ein halbes Labyrinth. Darf ich jetzt hierher kommen? Ich glaube ja. Es gäbe auch eine Karte. Nein! Na gut. Fußtritt aktiviert. Ach nee. Hier will ich herkommen, wenn da eine Leiche drauf liegt. Mhm.
immer ein guter Indikator dafür, dass man da schon war. Jo. Was haben wir denn hier? Eine Tür. Okay, die kannst du mal offen bleiben hier. Mehr Leute zum Töten. Ein gutes Zeichen dafür, dass wir nicht dran. Jetzt kannst du. Jetzt hau ich dich um. Ja, irgendwie war hier gerade oben. Eine das Brücke, ein Geländer im Weg. Dass die Schüsse ja, abgehen. Immer diese kugelsicheren Geländer. Aber da gibt's wenigstens welche. Mr. Skywalker Junior hätte sich sehr ein Geländer gewünscht. Oh ja. Oder so ziemlich jeder Stormtrooper. Oder Stormtrooper, wie die Leute eigentlich heißen. Das war wieder ein Spiegel. So, dann sehe ich aber, dass da auch welche sind. Zerquetscht. Das klingt gut. So, hier machen wir mal Türchen auf. Der Spiegel ist echt praktisch. Man sieht, wenn da einer um die Ecke kommt. Hm. Ah. Da kann man zum Beispiel dann auch schon Rohrbomben. Unbesagte Ecke. Oh, guck mal, hier. Ja. Und aus dem Klo kommt ein Facehacker. Das ist wirklich sehr unangenehm. Nee, nee, da saß wieder einer auf dem Lokus. Natürlich, da sitzt immer einer. Was wie im Last Action Heroes. Er kommt heim, schießt in den Schrank. Wieso schießt er in den Schrank? Ist da einer? Da ist immer einer. Und dann war da auch einer. Und hier gilt das für Klopapierkabinen. In irgendeiner sitzt immer einer. Gerne haben sie auch noch eine Zeitung in der Hand, die du ihm zuerst kaputt schießt. Who wants a... Genau. Who wants a... Klingt so richtig schön demotiviert. Übrigens ist der Typ John St. John ein Radiomoderator aus Amiland. Und ich bin jetzt irgendwie scharf auf die Radiosendung. Hat die hier nicht eine blaue Keycard? Doch, wieso geht denn die nicht ran hier? Vielleicht gibt es ja noch einen externen Schalter. Hey. Hä? Sind die Schalter hier nur aufgemalt oder was? Hm. Benutzen geht nicht mehr. Fasziniert. Hast die Taste kaputt gehauen? Ducken, schalten, laufen, vorwärts, verwenden. Backspace. Hm. Taste 2 ist der Bindestrich. Na, dann nehmen wir den doch. Geht auch nicht. Gut, liegt also schon mal nicht an mir. Nochmal? Nee, will nicht. Ah ne, jetzt ist er erst belegt. Okay, der Klassiker. Und tut's? Nö. Hm. Dann wird's wohl doch irgendwie ferngesteuert werden. Sie aber was und wie und von wo? Ich dachte, dass wir blau hatten und nicht rot. Ich seh's ja hier rechts unten. Ach so. Ich höre hier irgendwas knistern und klatschen und fratschen. Flatschen. Hm. Achso, das ist die Toilette hier. Gab's da nicht auch irgendwas, wo du die Toilette zerschießen musstest, um durchs Loch im Boden durchzukommen? Also hier geht's offensichtlich weiter. Komm. Warte, wo waren denn die Rohrbomben? Genau. Genau. Ein Jut. Da war nämlich Haftminen.
sind hier Haftminen. Da waren auf dem Hinweg keine. Nein, die legen keine Haftminen. Wir sind hier in Duke Nukem 3D. Wenn Haftminen sind, dann sind sie im Level fest eingebaut. Zumal die Entwickler auch schon wieder schön die Schnauze halten. Wahrscheinlich ist sie in ihrer eigenen Architektur gerade nicht mehr zurechtfinden. Ah, hier ist noch ein. Okay, jetzt machen wir hier mal überall Licht. Jo. Da ist jetzt was aufgegangen. Biohazard-Zone. Ja, gehen wir doch da mal rein. Ja. War das hier nicht gerade die Tür? Keine Ahnung. Doch. Wie sind die jetzt wieder zu? Es ist hier mit Geschwindigkeit verbunden. Ja. Wie vor 2 Leveln auch schon. Wie viele Sekunden habe ich denn? Wenig. Ich sehe es gerade. Du musst hier quasi den Weg so trocken zurecht machen, drauf drücken und dann sofort in die richtige Richtung losrennen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Jo. So, hier ist aber nichts außer ein. Ah, hier oben ist ein Atomic Heart. Na gut. Mitnehmen. Brauchen wir. Okay. Klingt, als wäre das ein dankbarer Gegner für den Devastator. Das waren diese Okta. Brain Octopus hier. Ach, diese fliegenden Gehirne. Mit den Tentakeln, ja. Die sich hier gespawnt haben. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich hier hin muss. Na, wir sind doch aber in einer neuen Gegend, mit neuen Gegnern. Nee, eben nicht. Hä? Die waren vorher nicht da, jetzt waren da welche. Wahrscheinlich, weil ich das Atomic Heart eingesammelt habe. Was dem Gegner so gar nicht gefällt. Tja. So, die Supplies hier sind immer noch nicht offen. Ist die Armory offen? Nee. Schade. Ich raff das nicht. Auch nichts Schalterisches. Hier sollte wahrscheinlich mal eine. Ach, das ist sogar eine Tür. Na, dann gehen wir doch mal durch. Munition für die Shotgun. Ja, für die Minigun. Immer gut. Und ein Health Pack. Nee, ich habe den Rest von meinem Tragbaren hier benutzt. Auch gut. War aber jetzt nicht viel, war nur noch 3%. So, wo geht denn das jetzt hier lang? So, da oben waren wir schon überall. Denk dran, du hast auch noch ein Jetpack. Nee, das ist ziemlich eng hier alles. Achso, nochmal zur Info für euch. Der gute Vito ist blind. Jo. Ja, deswegen, er sieht nicht, was wir hier machen. Ach, jetzt kann ich die Taste bedrücken. Aha. Keine Ahnung, wo da jetzt der Trick gewesen sein soll. Wäre ich nicht blind, hätte ich ja voll die Orientierung. Das Brain war aber noch nicht tot hier. Die beamen sich auch, glaube ich, nicht weg. Der Pinky und der Boy. Ich höre es ja vor allem noch. Aber wo ist es? Hat sich zielgerichtet in die nächste Abschreckknochen bedient. Unmöglich. Ja, ja. So, hier ist irgendwie ein. Was soll das sein? Zerlöcherter Stuhl? Keine Ahnung. Man kann den Stuhl kaputt treten, den Bürostuhl. Das ist bestimmt eine Anspielung auf irgendwas, die jeder nicht kapiert.
Ah. Da ist was zum Wand aufspringen. Ein Jetpack. Wo kommt man hier hin? Irgendwo, wo ich anscheinend schon war. Verbandskasten. Na, siehste. Sehr schön. Jetzt bin ich hier. Wer schießt hier? Klingt aber gar nicht gut. Der wird hätte auspacken. Ist das hier irgendwas? Nee, woanders. So, jetzt brauche ich übrigens eine rote Keycard. Mhm. Da wir hier überall schon waren, könnte es eigentlich nur irgendwo sein, wo wir noch nicht waren. Also irgendwo hier. Na dann hin dort. Brauche ich. So, hier ist nix. Da hinten ist wahrscheinlich auch nix. Das wissen wir aber nicht. Ich mit hier Wissheit. Also rein in die Pampa. Und hier ist auch die Keycard. Da soll man nicht hochkommen. Ach, Leute. Wer designt denn so ein Level? Da kommt der nie drauf. Nie. Ja. 12i. So, machen wir hier. Devastator spruchst du. Schien erfolgreich zu sein. Haha, der klemmte da fest. Da konnte ich in aller Ruhe auf ihn drauf schießen. Convenient. Munition für den Gefrierstrahl 8, das ist das. Hier wäre man gleich rausgekommen. Ja. Einfach, wa? Ja. Wieder ein bisschen Orientierung sind. Hätten wir wissen müssen. So, hier kommen wir noch ein bisschen weniger an, genau. Sehr schön. Ist da noch irgendwas drin? Wahrscheinlich nicht. War in uns war noch was? Mal, hier kann man ja Gefrierstrahlen. Der, ne? Ja, wo ist denn der? Auf der 4 oder 5 oder sowas waren die? Ne, auf der 0. Oder so.
markieren. Ja, hier ist noch irgendeine Höhle hinter einem Feuer. Aha. Ich speichere mal ab, das geht ja. Gab's hier schon solche Physikrätsel? Weiß ich nicht. Dann gehen wir hier mal lang. Wo guckt man denn hier hin? Aha. Ja. Ist auch noch mal ein Ende. Ich hau mal hier rauf. Jetzt hab ich mich selbst gefrostet hier. Ich habe ein Secret Level entdeckt. Weiß ich nicht, schauen wir mal. Kann man angeblich in einer Minute schaffen. Mondreaktor betreten. Machen wir im nächsten Level, ne? Bis gleich.